Hallo ihr Lieben, heute ist Samstag und es ist schon Samstagnachmittag. Wir haben es jetzt genau 16 Uhr und ich dachte mir, wir starten mal mit einem neuen Weekly Reading, wobei ich ehrlich gesagt noch nicht weiß, wie das aussehen wird. Denn ich hatte euch ja mal im letzten Weekly Reading gefragt, wie wir das hier in Zukunft machen wollen mit den Rezensionen und den Vlogs und den Weekly Readings und. Und ihr habt mir wirklich super Feedback gegeben und ihr habt auch einige Sachen mir gesagt, die ich selber auch schon gemerkt habe. Und das, was mich am meisten wirklich davon, diesen ganzen Sachen auch persönlich stört, sind diese Doppelungen. Ich habe mir mehrfach geschrieben, dass sich einfach alles doppelt und das stimmt. Weil ich erzähle in meinen Vlogs über die gleichen Bücher, dann drehe ich eine Rezension dazu oder die letzten zwei da dazu. Dann erzähle ich es nochmal im Lesemonat, dann seht ihr die Bücher in den Neuzugängen, wahrscheinlich vorher schon auch mal irgendwo in den Neuerscheinungen. Und das nervt mich ja selber. Was die Neuerscheinungen, die Neuzugänge und den Lesemonat betrifft, da wird sich nichts dran ändern, dann seht ihr die Bücher halt wahrscheinlich vielleicht dreimal, aber ich versuche mich da ja auch schon immer so zurückzuhalten, dass ich nicht zu viel immer den einzelnen Videos sage, außer in dem Lesemonat. Ich möchte an diesen drei Videos auch nichts ändern, weil es viele Leute gibt, die einfach wirklich nur die Neuzugänge gucken oder auch nur den Lesemonat gucken oder auch nur die Neuerscheinungen gucken. Es macht für mich dann keinen Sinn, diese Videos umzuändern. Ansonsten habe ich mir überlegt, dass ich die letzten zwei höchstwahrscheinlich abschaffen werde. Es tut mir sehr leid an die Leute, die das wirklich gerne gucken, aber ich werde es wahrscheinlich abschaffen und werde nur noch zu den Rezensionsexemplaren einzelne Videos machen und dazu wirklich nur noch Rezensionsvideos machen, weil ich einmal das Gefühl habe, dass es wirklich einfach sonst zu viel für euch auch wird. Denn wie gesagt, ich habe ja noch den Lesemonat, wo ich über jedes Buch auch immer noch mal ausführlich schwadroniere, weil ich mich nicht kurz fassen kann. Dann habe ich mir auch noch überlegt, dass ich in den Weekly Readings nur noch ausführlich über die Bücher sprechen möchte, die ich lese, die meine Bücher sind. Also keine Rezensionsexemplare. Das klingt gerade ein bisschen dämlich, meine Bücher, aber was keine Rezensionsexemplare sind, wo dann eben kein extra Video kommt. Da haben wir dann zwar immer noch die Doppelung in dem Lesemonat und in den Vlogs, aber ihr müsst euch ja dann den Lesemonat nicht geben, wenn ihr die Vlogs guckt und andersrum. Also wisst ihr, was ich meine? Ich kann jetzt nicht alles komplett einstaffen, weil es halt viele Leute gibt, die das eine oder das andere tatsächlich nur gucken. Und das würde dann wenig Sinn machen. So. Jetzt haben wir allerdings diesen Monat das Problem, dass ich diesen Monat höchstwahrscheinlich nur Rezensionsexemplare lesen werde, weil ich zu nichts anderem komme. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, machen wir das für diesen Vlog noch einmal so, dass ich ein bisschen was zu den Büchern sagen werde, wenn ich sie beendet habe, aber zwischendrin nicht wirklich viel dazu sagen werde, euch nur zeige, was ich kurz lese. Ich rede ja auch immer noch so ein bisschen um mein Leben drumherum in den Vlogs und erzähle euch ja nicht nur über die Bücher. Und ich denke, das kriegen wir dann diesen Monat so ganz gut über die Bühne. Wie es nächsten Monat aussieht, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich zieht sich das dann mit den Rezensionsexemplaren bis in den Oktober. Und ja, deswegen machen wir das jetzt einfach in diesem Vlog einmal so. Ich werde mit euch, wie gesagt, nochmal über die Bücher sprechen, aber nicht so ausführlich, weil es ja, wie gesagt, zu diesen Büchern dann noch eine Rezension gibt. Und in Zukunft werde ich dann auch nur noch ein Weekly Reading drehen, wenn ich tatsächlich dazu komme, meine eigenen Bücher zu lesen. Und wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt gerade keine Rezensionsexemplare in dieser Woche, die ich lese, dann mache ich ein Weekly Reading, weil dann lohnt es sich quasi, ja, weil ich euch die Bücher zeige, die ich ja auf meinem Sub habe im Prinzip. Also ich würde sagen, wir versuchen das Ganze mal. Wie weit das jetzt in der Umsetzung klappt, weiß ich nicht, weil eigentlich habe ich immer Rezensionsexemplare da, aber wenn es dann halt so ist, dass ich sie nebenbei noch lese, dann rede ich einfach da nicht mehr drüber, dann zeige ich es euch kurz und dann werde ich dazu aber nichts mehr sagen. Aber ich laber schon wieder viel zu viel um diesen ganzen heißen Brei herum. Fakt ist, wir versuchen das jetzt einfach mal so ein bisschen umzusetzen, damit es nicht mehr mega viele Doppelungen sind einfach überall. Und ja, versuchen wir das Ganze mal. Wo ich mich auch noch sehr drüber gefreut habe, war euer Feedback zu dem Video von Redwood Love mit der Leseprobe. Mir haben einige von euch auch geschrieben, dass sie die Leseprobe ganz, ganz toll fanden. Danke. Ich weiß, dass diese Leseprobe nicht perfekt war, denn ich habe kein super gutes Mikro und ich habe auch streckenweise sehr schnell vorgelesen und ich war sehr aufgeregt, das habe ich beim Schneiden dann selber gemerkt, aber ihr habt auf jeden Fall mir das Feedback gegeben, dass ihr das gerne öfters haben möchtet und wenn ihr das möchtet, dann setze ich mich hin, dann mache ich mir die Arbeit und dann nehme ich das für euch auf, das ist kein Thema. Das würde sich bei den Rezensionsexemplaren natürlich auch anbieten, gerade wenn es erste Teile sind. Und deswegen denke ich, werde ich das in Zukunft auch mal öfters machen. Bei Büchern, wo ich denke, dass es euch interessieren könnte, so eine Leseprobe, dann werde ich die einfach mit reinnehmen. Das werde ich jetzt sicherlich nicht zu jedem Buch machen, aber bei Büchern, wo ich denke, das könnte euch interessieren, werde ich es einfach mal mit reinnehmen. Da habe ich mich auf jeden Fall sehr über euer Feedback gefreut. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich weiß gerade überhaupt nicht mehr,
sagen, wo ich jetzt war. Schatz, ich kam jetzt gerade nach Hause und jetzt bin ich total raus. Aber ich glaube, ich habe mich gerade bei euch fürs Feedback bedankt. Und ja, habe ich mich auf jeden Fall sehr drüber gefreut. Falls ich jetzt an einer anderen Stelle war, tut es mir leid, aber ich habe gerade komplett den Faden verloren. Ja, aber so viel zu diesem ganzen Thema mit dem, wir ändern mal was hier und gucken mal, dass wir irgendwie was vermeiden, was 100-mal erzählt wird. Ansonsten dachte ich mir, zeige ich euch mal, was ich aktuell gerade heute gelesen habe bisher. Und mich wurmt es gerade, denn ich wollte jetzt eigentlich noch auf Immer gefangen beenden. Aber ich schaffe es jetzt nicht mehr, bevor wir los müssen. Deswegen habe ich jetzt noch 50 Seiten, die ich dann morgen beenden werde. Auf jeden Fall schaut euch mal dieses wunderschöne Buch an. Ich liebe es, wenn Bücher auch unterm Schutzumschlag so schön aussehen. Ich finde das so wahnsinnig toll. Auf jeden Fall finde ich das optisch schon mal super genial. Und ich muss sagen, dass mir der Inhalt bisher sehr gut gefällt. Mehr dazu erzähle ich euch dann morgen, wenn ich es beendet habe. Und dann habe ich gestern noch angefangen und heute beendet One Love von Lauren Blakely. Das ist wieder nur so ein kleines, feines, dünnes Büchlein. Und ich hoffe, ihr hört mich, weil Schatzi macht gerade ziemlich viel Krach da draußen. Und ja, entschuldigt bitte, aber er wohnt nun mal auch hier und ich kann ihm ja nicht immer in die stille Ecke verbannen, wenn ich filme. Und ja, auf jeden Fall habe ich One Love gestern angefangen, heute beendet. Dieses Buch hat 198 Seiten, also nicht wirklich viel. Und ja, es ist wieder so eine zuckersüße, niedliche Liebesgeschichte, so für zwischendurch. Der zweite Teil dieser Reihe, ich habe keine Ahnung, wie die Reihenbezeichnung ist, aber er gehört auf jeden Fall zu One Dream, dieser Band. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fand ich wieder eine super süße, niedliche Liebesgeschichte. Ich habe bei Lauren Blakely immer echt das Problem, immer wenn ich gerade in der Geschichte drin bin, die Geschichte richtig gut angefangen hat, ist sie auch quasi schon wieder vorbei. Das finde ich mal ein bisschen doof. Also diese Bücher sind immer sehr kurzweilige Lesevergnügen, aber es sind richtig süße, niedliche Liebesgeschichten. Und wie gesagt, hat mir auch sehr gut gefallen. Und ja, ich wollte mich ja jetzt kürzer fassen mit den Rezi-Exemplaren. Und jetzt ist die Waschmaschine auch noch fertig, die singt. Oh Gott, hier ist was los heute. Ja, deswegen kommen wir jetzt mal zu den zwei Büchern, die noch angekommen sind, die ich noch mit euch auspacken wollte. Und ich würde sagen, wir gucken als allererstes erstmal in das rein, wo ich gerade keine Ahnung habe, was drin ist. Und ich guck mal, ich stelle euch mal dazu irgendwie woanders hin. Wartet mal. Seht ihr mich? Ihr seht mich, gell? Ist jetzt irgendwie ein bisschen eine blöde Perspektive, aber geht jetzt gerade nicht anders. Das ist das Paket. Ich weiß nicht, warum hier ein DHL-Aufkleber drauf ist. Ich habe keine Ahnung. Das Paket ist nicht beschädigt oder so, es ist auch zu. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, schauen wir mal, was hier drin ist. Ah, alles klar. Der zweite Teil von Redwood Love. Auf den habe ich auch schon gewartet. Ich war jetzt nur irritiert von dem Absender. Alles klar, was ist Redwood Love? Der zweite Teil. Oh, er sieht genauso schön aus wie der erste, oder? Also ich finde diese Cover wirklich wunderschön und freue mich schon sehr auf den zweiten Teil. Im zweiten Teil geht es um Flynn und Flynn ist ja taub und Flynn ist schon immer heimlich in seine beste Freundin Gabriella oder Gabby verliebt. Und ja, im zweiten Teil geht es halt um die beiden und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was hier alles passieren wird. Und ja, ich werde es auf jeden Fall ganz, ganz bald mitlesen. Ich habe aber noch ein paar andere Bücher, die ich vorher lesen muss. Und ich werde, wenn ich es gelesen habe, euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat. Aber Redwood Love ist auf jeden Fall eins von den beiden Büchern, die hier noch angekommen sind. Und ich freue mich schon sehr darauf. Und es ist so schön, es ist so schön. Ist das nicht schön? Ich finde es mega schön. So, das war Nummer 1. Und Buch Nummer 2 ist noch richtig eingepackt. Das muss ich jetzt mal irgendwie versuchen, hier auszupacken. Wollt ihr zum zweiten Teil von Redwood Love auch wieder eine Leseprobe? Ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, falls ja. Dann mache ich das beim zweiten Teil auch. Aber vorher kämpfe ich erstmal mit dem Paket hier. Ich habe hier schon eine sehr starke Vermutung, was drin ist. Und ich gehe davon aus, dass es auch da drin ist. Es ist da drin! Oh mein Gott! Ich raste aus. Renegades von Marissa Meyer. Ah, das ist wieder eingeschweißt. Aber ihr seht es, ne? Ich wollte es jetzt gerade mal nicht auspacken. Da ist es. Es sieht so schön aus. Oh, ich finde das Cover so mega schön. Und ja, Renegades ist das neue Buch von Marissa Meyer. Ich habe ja schon mehrfach über dieses Buch auch erzählt, auch in meinem Neuerscheinungs-Hangout. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Es ist wieder Marissa Meyer. Typisch ein relativ dickes Buch. Und ja, ich bin auf die Geschichte von Nova und Adrian auf jeden Fall schon sehr gespannt. Und ja, auch wenn ich das Buch hier gelesen habe, werde ich euch auf jeden Fall berichten, wie es mir gefallen hat. Und ich freue mich so über dieses Buch.
bin so happy, dass ich von Marissa Meyer mal wieder ein Buch lesen kann. Und ich fand, wie gesagt, die Luna-Chroniken von ihr wahnsinnig gut. Ich liebe, liebe, liebe diese Reihe. Und ich werde euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat, wenn ich es gelesen habe. Und ja, wollt ihr jetzt noch sehen? Und wollt ihr jetzt noch sehen, was ich dann als nächstes lese? Weil Auf immer gefangen ist ja fast fertig. Ja, als nächstes quasi anzulesen, auf jeden Fall Day von Helen Hunting. Ich habe das Buch auch netterweise vom Verlag bekommen. Es ist eins von den vielen Büchern, die ich bekommen habe. Ich bin schon sehr auf die Geschichte gespannt. Hier geht es ja um Ruby und eine Milliardär. Und ich finde, es klingt auf jeden Fall ganz, ganz toll. Und ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig schon auf die Geschichte. Aber dieses Buch hat wieder ein ganz anderes Format wie alle anderen Bücher. Ah, Lux Verlag. Der treibt mich regelmäßig in den Wahnsinn mit ihren Buchformaten. Das ist kein richtiges Taschenbuch. Dafür ist es irgendwie zu klein, aber es ist auch kein broschiert. Nee, anders, es ist kein broschiertes, aber es ist zu klein und für ein Taschenbuch ist es zu groß und zu lang. Also es ist wieder irgend so ein Zwischenmaß, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall freue ich mich schon sehr auf Stay und ich werde euch, wie gesagt, berichten, wie es mir gefallen hat, wenn ich es gelesen habe. Dann fange ich nächste Woche mit der Niki zusammen an, Monsters of Rarity zu lesen. Dieses wilde, wilde Lied von Victoria Schwapp, da freue ich mich ja auch schon sehr drauf. Und dann, wenn ich Stay fertig gelesen habe, werde ich Constellation lesen, den zweiten Teil in Ferne Welten. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Und ja, danach kommt Redwood Love und Renegades auf jeden Fall dran. Ich werde jetzt schön in der Reihenfolge lesen, wie sie auch bei mir angekommen sind, dass ich sie einfach so nach und nach quasi abarbeiten kann. Es ist ja keine Abarbeitung, es ist ja Lesevergnügen und Spaß und Hobby, aber das ist ja schon irgendwie mit den Rezensionen und diesen Fristeinhaltungen schon irgendwie Arbeit. Deswegen in Anführungsstrichen abarbeiten. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich auf die ganzen Bücher, die jetzt hier eingezogen sind. Bin schon sehr gespannt, was jede einzelne Geschichte bereithält. Und wie gesagt, wenn ich alle Bücher gelesen habe, kriegt ihr immer die Rezensionen. Ihr werdet sehen, das sind einige in den nächsten Wochen. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Und ich würde sagen, ich melde mich später wieder, wenn ich irgendwie mal noch was gelesen habe. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao. Hallo ihr Lieben, heute ist der 12. September und ich dachte mir, ich melde mich auch mal wieder. Unser Computermonitor spiegelt gerade in meiner Brille, also nicht wundern, dass das hier so flackert. Also ich kann die Brille eigentlich auch mal kurz absetzen, dann haben wir nicht diese störenden Dinger da drin. Ja, ich dachte mir, ich melde mich mal wieder bei euch und zeige euch, was ich so für Lesefortschritte gemacht habe in den letzten 2 Tagen. Ich weiß gar nicht, wann habe ich mich denn das erste Mal gemeldet? Ich vergesse sowas ja immer schnell. Naja, egal. Auf jeden Fall lese ich aktuell gerade Stay und da bin ich so ungefähr so, naja, so kurz nach der Hälfte, würde ich sagen. Also das Stück hier muss ich noch. Und dieses Buch gefällt mir bisher richtig gut. Ist ultra witzig und süß und niedlich und sexy und ja, ich mag das Buch bisher auf jeden Fall sehr. Das lese ich gerade. Dann lese ich ja gerade mit der Niki noch Monsters of Rarity, dieses wilde, wilde Lied. Da bin ich auf Seite 207. Ja, da muss ich Niki dann nachher gleich mal noch schreiben, wie sie den Abschnitt fand. Wir tauschen uns da ja immer aus, wenn wir die Abschnitte gelesen haben. Und ja, da sind wir jetzt auch so ungefähr bei der Hälfte. Und ich muss sagen, dass mir das Buch bisher auch gut gefällt. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt und was da noch so dahinter steht. Bis jetzt hat sich so ein bisschen was angedeutet, in was für eine Richtung sich das entwickeln könnte. Aber man weiß es noch nicht so genau. Und ja, mehr sage ich jetzt zu den Büchern auch nicht. Ich hatte euch ja gesagt, ich möchte in meinen Vlogs zu den Rätsel-Exemplaren, wo ich sowieso noch ein Video mache, nicht mehr so viel sagen. Deswegen werde ich dieses Weekly Reading wahrscheinlich auch über 2 Wochen ziehen, weil ich jetzt in nächster Zeit nur noch Rezi-Exemplare lesen werde und ich deswegen immer nicht viel erzählen kann. Aber ich habe heute mal wieder Post bekommen und ich dachte mir, wir packen das mal wieder zusammen aus und gucken mal rein, was da drin ist. Ich habe eine Vermutung, was da drin ist und ja, ich hoffe, dass das auch stimmt. Ich versuche das jetzt mal aufzukriegen. Wartet mal, ich habe leider keine Schere hier. So, wir machen das zusammen auf. Es ist das Buch. Oh mein Gott, ich raste aus. Ich raste aus. Ja, das ist es. Wartet, ich lege das mal hier kurz beiseite. Tada! Wicked von Jennifer Armentrout. Oh, ich freue mich schon so auf dieses Buch. Oh, und der Flügel fässt sich toll an. Der ist so drauf geprägt. Der ist nicht einfach nur gedruckt, der ist so geprägt. Man fühlt ihn. Das ist cool. Ihr wisst, ich bin ein haptischer Mensch. Oh mein Gott. Ich freue mich schon so monströs mega auf dieses Buch. Das glaubt ihr gar nicht. Jennifer in Armen. Und oh, hier ist sogar eine Karte vorne drin. Schaut mal. Von Mississippi. Das ist ja mal cool. Das erste Jennifer Armentrout Buch, wo eine Karte vorne drin ist. Und hinten sind nochmal alle drei
Bände abgebildet. Die kommen jetzt auch relativ zeitnah raus, alle drei Teile. Das finde ich super, weil dann kann man die so schön hintereinander weglesen und man vergisst nicht wieder so viel zwischendrin und ich freue mich so. Aber das Schätzchen kann ich jetzt im Moment gerade nicht lesen, weil, wie gesagt, jetzt lese ich gerade Monsters of Verity und Stay und ich habe drüben ja auch noch Renegades liegen und Constellation und Redwood Love. Und dann habe ich noch ein Buch, was ich noch in Vorbereitung auf die Buchmesse lese. Ich kann es euch ja mal zeigen. Ich habe das als E-Book vom Verlag bekommen. Und zwar ist das dieses Buch hier. Ich weiß nicht, seht ihr es? Könnt ihr das erkennen? Kamera, stell mal mein Handy scharf. Live and Life heißt das. Die Wurzeln des Schicksals. Und ja, das lese ich in Vorbereitung auf die Buchmesse, denn ich darf auf der Buchmesse ein Interview mit den beiden Autoren führen und darf eine kleine Co-Moderation machen zur Lesung und da freue ich mich schon sehr drauf und ja, deswegen lese ich Live und Live dann auch noch nebenbei irgendwie mit. Also es ist im Moment wirklich sehr, sehr viel, was hier eintrollert, aber das hatte ich euch ja schon gefühlt 100-mal gesagt. Damit ich das alles unter einen Hut kriege, werde ich mich jetzt hinsetzen und Stay weiterlesen. Da ist mein Ziel eigentlich, das heute vielleicht sogar noch fertig zu bekommen. Mal gucken, weil wenn ich Stay fertig habe, würde ich mich dann gleich an Redwood Love machen. Und ja, dann habe ich nämlich die Liebesromane schon weit schon mal wieder weg. Und ja, dann habe ich noch ein Rezensionsexemplar bekommen, was mich sehr, sehr freut, dass ich es bekommen habe. Und ich weiß gar nicht, inwieweit ich darüber schon mal sagen darf, aber die Sina hat es ja auf ihrem Kanal schon das ein oder andere Mal auch gesagt, dass sie gerade eine Geschichte schreibt und es ist soweit, sie steht jetzt kurz vor der Veröffentlichung und ich habe jetzt das Rezensionsexemplar zu diesem Buch bekommen und ich weiß aber, wie gesagt, noch nicht, inwieweit ich euch daraus verraten darf. Deswegen sage ich an dieser Stelle einfach mal nichts, außer dass die liebe Sina von dem Kanal von Wörtern gefesselt, weil ihr erstes eigenes Buch rausbringen wird und ich bin gespannt auf Sina, ihre Geschichte. Ich hatte ja damals schon so die erste Rohfassung so ein Stück weit mitgelesen und ich bin gespannt, was aus diesem Buch geworden ist. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch das Buch dann auch vorstellen darf und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was Sina aus der Geschichte so gezaubert hat und ja, wie ihr seht, es ist sehr, sehr viel lesetechnisch bei mir los und deswegen ran ans Lesen, damit ich hier vorwärts komme und ich freue mich jetzt schon drauf, Stay weiter zu lesen, weil das Buch ist wirklich richtig süß und richtig witzig und ja, ich freue mich und ich würde sagen, wir hören uns später. Da. Was ich gerade vergessen habe, heute ist das Video online gegangen von der Hochzeit, was ich für euch so zusammengeschnippelt hatte und ich habe voll viele tolle, süße, liebe, nette Kommentare bekommen und ja, das hat mich sehr gefreut und ja, ich bin sehr happy, dass euch das Video gefällt zum einen und ich freue mich, dass ihr euch über den kleinen Einblick freut und ja. Ich habe so viel über die Hochzeit geredet, da musste dieses Video einfach sein, dass ihr auch wisst, wie dieser Tag war. Es war ein wunderschöner Tag und es war wirklich der schönste Tag im Leben für mich. Und ja, ich freue mich, dass auch alles glatt gelaufen ist. Und ja, mehr wollte ich gar nicht sagen, außer danke, danke für eure tolle Anteilnahme und für die vielen, vielen lieben Kommentare. Ich habe mich riesig gefreut und ja, das war es jetzt auch und ich würde sagen, bis später. Hallo ihr Lieben, heute ist Samstag, der 15.09. und ich sage euch, wir haben hier heute schon wieder einen Tag hinter uns, meine Fresse. Wir waren heute früh mal wieder beim Tierarzt, aber nicht wegen der üblichen Sache, sondern wir haben gestern Abend nochmal mit dem kleinen Ball gespielt und auf einmal sah es aus, als würde er mit der Hinterpfote irgendwie ganz komisch umknicken und er ist dann auch nicht mehr gelaufen und gehumpelt den ganzen Abend, aber wir haben dann gedacht, gut, wir warten mal bis morgen früh, weil manchmal, ne, vertreten die sich ja und dann tun die sich was weh und dann, man will ja nicht immer gleich vom Schlimmsten ausgehen. Er hat auch alles sich anfassen lassen, er hat auch nicht gequietscht oder irgendwas oder gebellt oder gewimmert. Deswegen haben wir gedacht, ja, gucken wir mal. Und heute früh war das dann aber leider mit seinem Bein immer noch nicht besser. Er hat es dann so angezogen beim Laufen und er läuft momentan gerade dreibeinig. Und ja, wir waren dann heute früh beim Tierarzt und er meinte halt, es kann verstaucht sein, es kann geprellt sein. Und wir müssen jetzt erstmal abwarten bis Dienstag, aber es könnte auch sein, dass es ein Kreuzbandriss ist oder ein Anriss, dann muss er operiert werden, was natürlich nicht so schön ist. Deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, dass es wirklich nur eine Stauchung ist oder eine Prellung oder irgendwas. Ja, der kleine Schatz hat jetzt auf jeden Fall Schmerzmittel gekriegt erstmal übers Wochenende. Es tut halt auch weh und man merkt halt immer, er versucht halt immer hinten auf dem Bein zu laufen. Aber es geht halt nicht. Irgendwie fehlt da die Kraft. Und dann meinte der Arzt, das ist eigentlich so ein ziemliches Zeichen für einen Kreuzbandriss. Nur um das halt definitiv rauszukriegen, dass es gerissen ist, müssen sie es operieren. Und er hat jetzt gesagt, naja, er will jetzt nicht gleich sagen, dass der Kleine operiert werden muss. Vielleicht geht es ja in 2-3 Tagen wieder. Die Chance ist 50-50.
Ja. Jetzt liegt er hier und schläft, der kleine Schatz. Und wir hoffen jetzt mal wirklich, dass es nichts Dramatisches ist und dass er nicht operiert werden muss. Beten wir mal zum lieben Gott da oben, dass es wirklich nur eine Stauchung ist. Ja, ansonsten wollte ich ja heute Vormittag eigentlich drehen. Und ja, meine Bücher liegen hier auch noch rum. Ich habe dann auch vorhin gedreht, aber leider war das Licht wieder ziemlich kacke. Und dann habe ich mir irgendwie im Rücken irgendwas gezerrt und dann konnte ich nicht mehr sitzen. Also heute ist irgendwie wieder so ein Tag, wo irgendwie alles schief geht gefühlt und nichts passt so richtig. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall gleich anfangen zu schneiden. Und die Videos für die nächste Woche fertig zu machen, die müssen ja online gehen. Ja, ansonsten, was das Lesen betrifft, habe ich Monsters of Verity fertig gelesen. Ist eine richtig coole Jugendgeschichte, mehr dazu dann auch in meinem Video da dazu. Ansonsten lese ich gerade von der lieben Sina das Buch, was sie bald veröffentlichen wird. Und dazu sage ich jetzt einfach mal noch nichts. Ich weiß nicht, ob ich da schon was verraten darf oder nicht, keine Ahnung. Und ja... Was wollte ich noch? Ach ja, ich wollte mit euch noch ein Paket auspacken, nämlich das hier. Das ist bei mir angekommen, gestern schon. Und ich habe auch gedacht, ich packe das mit euch zusammen aus. Nur gestern hatte ich nicht so viel zu erzählen, deswegen dachte ich mir, ich lasse es mal noch eingepackt. Ich habe eh genug Bücher im Moment gerade hier rumliegen zum Lesen. Und ja, deswegen dachte ich, wir packen das jetzt einfach mal zusammen aus. Und ich weiß ja im Prinzip, was drin ist für ein Buch, aber ihr wisst es nicht. Ich habe dieses Buch in meinem Neuerscheinungsvideo auch vergessen. Dummerweise. Ich habe das dann erst hinterher festgestellt. Aber da ich ja den Livestream gemacht habe bei den Neuerscheinungen, ja, war das halt doof, ne? Konnte ich es dann nicht mehr so reinschneiden. So, hier haben wir den Zettel und hier ist das Buch drin. Und groß gut eingepackt. Wow. Ein Riesenkarton, ein kleines Buch. Und ja, hier ist es. Das ist der erste Teil der Ringchroniken, begabt von Erin Linares. Oder Linares, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ihr wisst, ich und Bücher. Auf jeden Fall müsste das wieder so eine High-Fantasy-Jugendgeschichte sein. Und ihr wisst, ich mag Jugend-High-Fantasy-Geschichten. Ich kann euch ja mal vorlesen, was hinten drauf steht, worum es so geht. Das Cover ist wieder recht schlicht. Ich finde das nicht verkehrt, wenn die Cover schlicht sind, weil die Legende der vier Königreiche sind die Cover ja auch recht schlicht und das mag ich auch. Ja, ich lese euch mal vor, worum es hier geht. Die 16-jährige Emily verfügt über eine Gabe. Sie kann Lügen erkennen. Durch diese Fähigkeit bringt sie in Gefahr, als sie ihre Heimat, die lebensfeindliche Rauringwüste, verlässt. Denn es gibt nur eine Möglichkeit, der mörderischen Hitze und dem quälenden Durst zu entkommen. Emily muss eine Ausbildung bei dem Unternehmen beginnen, das die weltweite Wasserversorgung kontrolliert. Bald kommt sie dahinter, dass ihr Arbeitgeber die Wüstenbewohner betrügt. Der einzig ehrliche Mensch scheint ihr Ausbilder Cohen zu sein, für den sie bald mehr empfindet. Kann sie ihm im Kampf gegen den übermächtigen Gegner vertrauen? Okay, das scheint dann doch kein High Fantasy zu sein. Ja, es ist Science Fiction. Guckt mal. Hier steht nämlich auf dem Klappentext, die einen leben in bitterer Armut, die anderen im Überfluss. Im Jahr 2210 sind die Ressourcen der Erde ungerecht verteilt. Also es ist mehr so eine Zukunfts-Science-Fiction-Geschichte, vielleicht auch dystopisch, kann ich gerade noch nicht sagen. Werde ich euch auf jeden Fall berichten, wenn ich es gelesen habe. Und ja, das Schätzchen ist jetzt noch bei mir eingezogen. Die Ringchroniken begabt von Erin Linares. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Ich finde, das klingt richtig, richtig gut. Und ja, schauen wir mal. Und auch, guckt mal, hier sind so kleine, niedliche... Was ist das? Eine Echse im Buch von drin. Hier, schaut mal. Schon irgendwie voll putzig gemacht. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Ringchroniken, den ersten Teil. Und ja, der Karton kommt praktisch. Ich habe nämlich die Woche vergessen. Ah, ich hatte ja letzte Woche mein Hangout mit Daniela von Miss Sommersprosse. Und ich habe ja doch tatsächlich vergessen, die Bücher die Woche zuzuschicken, die ich ja für die Aktion gespendet habe. Und jetzt habe ich einen Karton wenigstens, wo ich beide reinbekomme. Und die werde ich dann nächste Woche gleich mal noch zur Post bringen. Das habe ich total vergessen. Ja, Daniela, muss der lieben Daniela... Oh, warum ist jetzt so hell? Ich muss der lieben Daniela jetzt auch gleich erstmal noch eine Mail schicken, dass ich das nächste Woche zuschicken werde. Dass ich es einfach vergessen habe, die Woche. Ja, das sind die Beilagenzettel. Und ja, mehr gibt es eigentlich jetzt auch von mir gerade nicht zu erzählen. Drückt mir die Daumen, dass es mit Milo besser wird wieder. Ja, jetzt werde ich mich mal fleißig ranmachen und schneiden, dass ihr nächste Woche auch wieder Videos bekommt. Und zwei Videos müsste ich rein theoretisch noch drehen. Aber vielleicht mache ich das morgen. Oder
heute Abend. Mal gucken, wie ich Lust zu habe. Die Videos wären eh erst für übernächste Woche. Von daher ist das jetzt nicht so schlimm, wenn ich das aus nächstes Wochenende drehe. Aber wir müssen ja am Ball bleiben. Ne? Ihr wisst ja, wie das ist. Und bei den ganzen Rezensionsexemplaren, die ich hier in letzter Zeit habe, muss ich da echt gucken, dass ich alles so nach und nach wegbekomme. An den Büchern. Also das hört sich immer so negativ an, wenn ich das so sage. Aber also ihr wisst, was ich meine, dass ich die Bücher abgedreht kriege und das an den Verlag schicken kann, dass ich da keinen Ärger bekomme, weil ich mir zu viel Zeit lasse oder so. Da habe ich keine Lust zu. So, und ja, jetzt höre ich auf euch zuzukommen. Ich würde sagen, wir hören uns, sehen uns, was auch immer, später. Hallo ihr Lieben, heute ist Dienstag, der 18. September und ich weiß jetzt gerade nicht, ob das mein letzter Eintrag wird oder ob ich danach noch einen mache. Ich muss mal gucken, wie viel Material ich jetzt habe und wie viel ich jetzt zusammenschneiden kann. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wann ich euch das letzte Update gegeben habe. Ich glaube, am Samstag. Ich glaube, da war das mit Milo schon passiert mit seinem Bein. Und wir waren ja heute nochmal beim Tierarzt und da wollte ich euch auf jeden Fall noch ein Update geben, dass ihr wisst, was mit ihm ist. Aktueller Stand, wir warten mal noch eine Woche ab. Also es sieht so aus, als hätte es sich schon verbessert. Er tritt ab und zu mal mit dem Pfötchen wieder auf. Und er versucht auch schon wieder hoch und runter zu springen und rumzurennen und alles zu machen, was wir versuchen zu unterbinden. Weil eigentlich muss er ja komplett Ruhe halten. Und ja, wir haben jetzt nochmal so ein Medikament bekommen für seine Gelenke und Schmerzmittel. Und das kriegt er jetzt noch bis nächste Woche Dienstag einmal komplett durchweg. Und wir müssen halt gucken, ob das besser wird oder nicht. Der Arzt meint, es ist auf jeden Fall ein starker Bluterguss im Kniegelenk. Und es kann halt einfach nur sein, dass er durch diesen Bluterguss gerade nicht auftreten möchte, weil es halt wehtut. Und mit den Schmerzmitteln geht es ja besser. Also tagsüber läuft er recht normal, was aber dem Schmerzmittel geschuldet ist. Und abends, man merkt dann immer schon, so nachmittags, wenn ich nach Hause komme, ist das Schmerzmittel raus aus seinem Körper und dann fängt er wieder an zu humpeln und alles. Also ja, wir warten jetzt erstmal noch eine Woche ab und wir sollen uns nächste Woche dann nochmal beim Tierarzt melden und dann gucken wir mal, ob es besser ist oder nicht besser ist und dann ja, entscheiden wir, ob operiert werden muss oder nicht. Wir hoffen ja mal nicht. Wir drücken einfach mal die Daumen. Also ich hoffe, dass mir das erspart bleibt. Dieser Hund kostet mich ja echt im Moment Kraft und Nerven. Ja, dann hat er sich ja seinen Abszess, den er an der Seite hatte, noch aufgeleckt. Der ist aufgeplatzt am Sonntag. Jetzt hat er da so eine relativ große, also für ihn, also eigentlich ist es nicht groß, aber für ihn große Wunde. Und jetzt haben wir das schon immer eingebunden und eingecremt. Und jetzt war das gerade zugewachsen. Und jetzt hat der Arzt vorhin da dran wieder rumgedrückt und dann hat er diesen Schorf wieder auf. Oh, jetzt ist das wieder offen, so ein Stück. Und das hat wieder geblutet und jetzt habe ich den wieder eingewickelt und wieder Bepanthen. Und oh, also der Hund, was wir mit dem Hund alles mitmachen, das ist nicht lustig. Naja, egal. Aber ich hoffe, dass es dem Stinker dann bald wieder besser geht und alles wieder im grünen Bereich ist und das ohne OP. Ja, ich hoffe nicht, dass wir das machen müssen. Das wäre echt richtig kacke und ich werde gerade extrem gelb. Ich weiß nicht warum, ich verstehe manchmal diese Kamera nicht. Dann ist sie total hell und dann ist sie wieder dunkel und dann werde ich gelb und jetzt werde ich wieder normal und ich weiß nicht woran das liegt, keine Ahnung. Manchmal passiert das, wenn ich Buchcover in die Kamera halte, weil sie dann auf die Buchcover sich fixiert und das verstehe ich dann noch. Aber wenn ich jetzt einfach so mich da angucke, seht ihr, jetzt werde ich wieder gelb. Und das soll ich dann filtern beim Schneiden. Wie soll ich das bitte machen? Ich habe keine Ahnung. Milo, hör auf, dir die Binde abzuschieben. Ich habe ihn jetzt wieder eingebunden mit so einer Mullbinde und jetzt versucht er sich gerade wieder rauszuschieben. Dieser Hund macht mich irre. Ansonsten wollte ich euch noch kurz erzählen, was ich gerade lese. Und zwar lese ich gerade den zweiten Teil von Constellation. Das Buch liegt jetzt da drüben und ich müsste jetzt zu weit darüber greifen, um es zu holen. Deswegen der Schutz zum Schlag. Also Constellation lese ich gerade. Da müsste ich am Donnerstag mit fertig werden. Und da das ein Rezensionsexemplar ist, werde ich jetzt zu diesem Buch auch nichts weiter sagen. Außer es gefällt mir bisher wieder sehr gut. Ich mag die Geschichte einfach, ich mag die Charaktere und ja, ich bin gespannt, was da jetzt noch passiert. Die Autorin hat wieder einen guten Ansatz reingebracht in die Geschichte, ja, und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ansonsten haben Annika und ich heute noch Detektiv gespielt, denn Annika fiel ein, dass die liebe Laura ja inzwischen das Buch veröffentlicht haben müsste, was sie unter diesem anderen Pseudonym veröffentlicht hat. Annika und ich wollten dann unbedingt rauskriegen, was das für ein Buch ist und wir glauben auch, wir haben es gefunden. Also ich bin mir zu 98% sicher, dass das Buch von Laura ist, was wir heute gefunden haben. Wir haben es auch gekauft. Ich habe auch die ersten zwei Kapitel mal reingelesen und ich finde, es klingt auch nach Laura. Und
Ja, jetzt ist die Frage, sage ich euch das, was ich jetzt denke, dass es das ist, oder sage ich es euch nicht? Ich weiß jetzt nicht, dass Laura mir eine von Bug brät, wenn ich euch das verrate. Obwohl ich ja nicht weiß, ob es das ist. Keine Ahnung. Und mehr kann ich euch eigentlich auch nicht erzählen. Ich glaube, ich habe jetzt sehr, sehr viel gelabert wieder. Ich denke, ich beende den Vlog jetzt an dieser Stelle. Ich habe in den letzten Einträgen auch immer ziemlich viel erzählt, obwohl ich eigentlich auch ziemlich viel nicht erzählt habe. Ihr wisst, was ich meine. Das war so Gequatsche ohne Inhalt. Oh je. Aber ja, so wird das jetzt halt sein in den Weekly Readings. Wenn ich halt nur Rezensionsexemplare lese, kann ich euch zu den Büchern nichts mehr sagen, weil sonst haben wir wieder diese doppelt- und dreifachen Buchvorstellungen, die wir eigentlich vermeiden wollen. Und ja, ich glaube, ich werde in Zukunft nur noch Vlogs machen, wenn ich wirklich meine eigenen Bücher lese. Was sehr, sehr schade ist, weil ich dann weniger mache. Das wollt ihr ja wahrscheinlich dann auch nicht, weil ihr guckt ja die Weekly Readings eigentlich total gerne. Das macht mich alles kirre. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Wir testen uns da jetzt einfach mal durch und ich würde sagen, mehr gibt es auch nicht zu erzählen. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.